So, Freunde, willkommen bei einer neuen Folge von Race Room. Ja, Race Room Experience, genau, ihr seht's richtig. Wir spielen das auch mal wieder, ja. Ich hab's selber gar nicht erwartet. Aber, oh, ist das eine neue Strecke? Ich glaube, das ist... eingespielte Server. Ah, die Strecke kennen wir doch. Doch, die kennen wir. So, ich muss das mal klarkommen, ne? Gespielte Server sind immer sehr, sehr krass, ey. Die sind sehr, sehr krass. Und die Musik ist auch extrem laut. Okay, wir müssen erstmal das Qualifying fahren, danach das Rennen. 6 Minuten haben wir noch. Oh, 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 wow, 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 wow. Übertreib nicht, ja? Auto, ganz ruhig. So, wir geben jetzt mal Gas, Auto. Und dann musst du nach vorne fahren, ne? Ja. Sehr schön. Sehr schön machst du das Auto. Sehr gut. Also, es wird jetzt natürlich sehr schwer. Lassen wir mal vor. Wir sind nämlich auf der Einführungsrunde noch. Mann, 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 ey. Ich weiß gar nicht, ob ich hier so klarkomme auf dem Gateway-Server. Das wird sehr schwer. Gateway-Server sind echt hart, weil die Autos extrem empfindlich sind mit dem Lenken und alles drum und dran. Oh. Da darf man nicht zu viel Gas geben und ihr seht selbst, zu viel beschleunigt, gedreht. Junge, ist das schwer. Bin ich mal gespannt, ob wir überhaupt eine vernünftige Runde hinkriegen. Ich bin gespannt, ey. Oder gibt es irgendwie Einstellungen im Menü, dass man das... Ja, wahrscheinlich nicht, oder? Guck mal, der hat sich auch gedreht. So, man darf einfach nicht zu viel Gas geben. Beziehungsweise, man muss einfach aufpassen beim Gas geben, dass man nicht zu viel Gas gibt. Halt wie im echten Leben. Deswegen ja auch Gateway-Server. Durch die... Boah, Junge. Gerade noch vom Gas gegangen. Ah, komm schon. So, jetzt müssen wir aufpassen, ne? Jetzt geht's auf die schnelle Runde. Wir haben nur noch 5 Minuten Zeit. Oh! Was ist das denn für eine komische Strecke? Die sind ja noch nie gefahren. Alter Verwalter, das ist ja... Okay, da sind mehr Kurven drin und man kann nicht so mit Vollspeed durchrasen. Aber in Ordnung. 1,47 haben wir zu knacken. Keine Ahnung, ob wir das schaffen. Gespielserver sind immer so ein bisschen speziell, aber ich finde, die machen trotzdem einigermaßen Spaß. Obwohl natürlich die Arcade-Server schon leichter sind zum Fahren, weil man da einfach, ja, das Auto mal auch eher auf der Strecke hält, als jetzt beim Gateway-Server. Oh, der war hart, ey. So, der Curve war ein bisschen hart. Hier erinnere ich mich, glaube ich, das war das erste Mal, dass ich Gateway-Server gefahren bin und es passiert mir fast dasselbe. Es passiert mir fast dasselbe, nur dass ich das Auto diesmal ein bisschen heil lasse. Es ist unfassbar schwer, Leute. Es ist unfassbar schwer, diese Gateway-Server. Ihr müsst einfach selbst ausprobieren. Ihr denkt, wow, was ist hier los? Aber es ist einfach wirklich sauschwer. Vielleicht einfach die andere... Vielleicht eine andere Ansicht. Vielleicht klappt es dann besser. Na, probieren wir mal so. Boah, da müssen wir den Bremspunkt natürlich optimal treffen. Gar nicht so einfach. Mit dieser Sicht. Aber es ist somit das einzige kostenlose Game, was es gibt. Und... Oh mein Gott. Verdammte. Da bin ich von der Strecke gekommen. Und der ist auch mal gerade ausgefahren, der Typ da. Meine Fresse, Alter. So. Ich würde schon gerne mal versuchen, eine gezeitete Runde zu schaffen. Aber das Auto ist unfassbar schwer zu beherrschen. Ich habe keine Ahnung, wie man das anders machen soll. Mit der Tastatur könnt ihr eh vergessen. Da kann man eh kein Rennspiel spielen. Und, ja, oh. Alter. Ich seh's selbst, das ist einfach nur unfassbar schwer, ey. Es ist einfach nur eigentlich ein elendig, dass ich euch das zeige. Aber die Leute müssen auch mal wissen, wie scheiße schwer das Spiel eigentlich ist. Wenn es nämlich auf Realismus hingeht, dann ist es schon echt wahrscheinlich von den kostenlosen Games somit eines der besten Games. Aber man muss so aufpassen, wenn man Gas gibt. Das ist so unfassbar heftig empfindlich. Da kommt das Heck immer, egal wann. Man muss immer aufpassen, dass man nicht zu viel Gas gibt. Mit dem Lenkwinkel muss auch noch alles passen. Aber die Kurve ist eher schnell zu fahren. Und die Kurve ist eher langsam. Na komm, wir müssen noch mal eine gezeitete Runde schaffen. Wir haben noch 2 Minuten 44 Zeit. Das heißt, wir haben jetzt genau einen Versuch, um dann eine schnelle Runde zu fahren. Ich werde ein bisschen aufpassen, so dass wir nicht irgendwie irgendwo gegenfahren oder ausrutschen. Das wäre ganz cool. Eine gezeitete Runde. Dann wissen wir ungefähr, wie schnell oder wie langsam wir sind. Das wäre doch mal cool. So, nur Vollgas geben, wenn wir echt wirklich schon fast gerade stehen.
So. Ansonsten ist natürlich mit dem Gaspedal deutlich einfacher zu lenken. Oh, da sind aber schon echt einige Leute beigetreten. Und ihr seht, wir sind für eine 1/4 zu langsam. Das war gut. Das fand ich gut. Gebremst. Ich fand's gut. Wie ihr fandet, könnt ihr natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Das war, ey, ich fand das gut gebremst. Da haben wir Zeit gut gemacht, auf jeden Fall. Oh, ich will nicht wissen, wie viele Leute hier mit Lenkrad spielen. Auf jeden Fall mit Controller ist, glaube ich, schwer, weil das Auto sehr leicht ausbricht. Und mit dem Lenkrad kannst du auch, ja, Gas besser bedienen. Also, man hat natürlich auch noch Pedale unten. Und die kann man halt echt besser steuern als ein Controller halt, ne? Deswegen vermute ich mal, die meisten Leute spielen hier mit dem Lenkrad. Was ja auch mehr Sinn machen würde beim Get Real Server. Weil die Autos einfach echt extrem leicht ausbrechen. Aber wir können hier Kaimari einholen. Habe ich jedenfalls das Gefühl, dass wir näher kommen. Kann auch sein, dass ich mich irre. Hier die Kurve fahren wir voll. Ne. Die konnten wir nicht voll fahren. Oh, bitter. Das habe ich nicht gewusst, dass wir die nicht voll fahren dürfen. Mist. Mist, Mist, Mist. So. Was macht der denn da? Na, jetzt habe ich natürlich keine gezeitete Runde fahren können. Und die Qualifikation läuft jetzt auch aus. So, das zählt noch. Aber ich wahrscheinlich kann ich nicht die Runde zu Ende fahren. Das kann natürlich passieren. So. Boah, man muss hier so aufpassen, Leute. Man muss so aufpassen. Das ist nicht normal. Man muss sich extrem heftig konzentrieren. Oh, da habe ich mich verbremst, ey. Es sind sehr viele Leute auf dem Server. Es sind so viele Leute auf dem Server. Es sind sehr viele Leute auf dem Server. Ich freue mich gleich auf das Rennen. Ich versuche natürlich mein Bestes zu geben. Und keine Ahnung, wo wir dann landen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, wir sind mindestens 10 Leute dann. Ah, das wird sich dann zeigen gleich. Bei dem Spiel, ja, Race Room muss man sagen, wenn die Server leer sind, beziehungsweise leer... Oh mein Gott. Komm schon, komm schon, komm schon, abfangen. Eine gezeitete Runde fahren. Bitte, bitte, bitte. Die Quali ist eh zu Ende, sehe ich gerade. Die Quali ist zu Ende. Und unsere Zeit läuft auch nicht mehr. Okay. Ich sehe die anderen Leute gar nicht rutschen, ne? Ich sehe die anderen Leute gar nicht rutschen. Entweder das liegt echt daran, dass wir mit dem Controller spielen. Keine Ahnung. Oder das liegt daran, dass die irgendwie irgendwelche Hilfen eingeschaltet haben, dass das Auto eben nicht anfängt zu rutschen. Keine Ahnung. Wir gehen mal in die Boxengasse, Leute. Wir gehen mal in die Boxengasse. So, Fahrzeug-Setup. Lenkrad-Einstellung, bla bla bla, brauchen wir alles nicht. Okay, jetzt beginnt das Rennen schon in einer Minute. Optionen. Fahrzeugeinstellung. Da, da, da. Steuerungseinstellung, ne. Ja, da können wir einfach wahrscheinlich nichts wirklich verbessern. Na, hier steht auch Schwierigkeit. Voreinstellung, get real. Das macht's natürlich nicht leicht. Boxenstopp, ich weiß gar nicht. Gibt's hier überhaupt Boxenstopp? Habe ich gar nicht gesehen, dass man vielleicht irgendwie einen Boxenstopp-Fahrzeug hat. Man kann hier so viel verstellen. Radsturz und Schlag mich tot. 20 Runden brauchen wir gar nicht. Brauchen Sprit eigentlich nur für 10 Runden maximal. Weil das Rennen geht nur, glaube ich, 10 Minuten. Oder? Oh, verdammt, 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 verdammt. Tun wir lieber nochmal ein bisschen mehr Sprit rein. Weil nicht, dass wir echt dann... So, los. Nicht, dass wir dann echt länger... Ach doch, nur 10 Minuten. Mann, jetzt haben wir viel zu viel Sprit mit, ey. Egal. Wir sind wenigstens nicht letzter, aber es fahren auch so krasse Audis mit und so. Und das ist wieder dann unfair. Und Lambos, sag ich schon. Ein Viper fährt da mit, ey. Ne, Viper, sag ich, eine Corvette. Ach, Leute, was ist los mit euch? Was ist los? Was ist los mit euch, Alter, ey? Ja gut, dann räumen wir das Feld von hinten auf. Mann. Unfassbar, ey. Ich meine, dass Get Real nicht schon leicht genug ist, ist ja auch schon eine Sache, aber dass wir noch gegen Mercedes und BMW und sowas fahren müssen. Oh Gott, guckt euch das an, ich habe den nur ganz leicht berührt. Boah, die Schweine, wenn die wüssten, ey. Wie ich
besser fahren können, wenn wir nicht auf dem Get-Re-Server spielen. Boah, ich musste sowas von vom Gas gehen, damit ich überhaupt hier was reißen kann. Damit ich nicht schon wieder einen Dreher hinlege, ne? Aber wir sind Letzter. Wow. Nice. Oh, die haben wir besser bekommen als alle anderen vor uns. Und die drehen sich alle hier wie die Irren. Wie die Irren drehen sich alle. Also mit dem können wir locker in die Top 10 kommen, oder? Warum haben die eigentlich so krasse Autos? Das ist unfair, oder? Guck mal, die fahren mit dem Audi R8 rum. Hallo? Das ist doch mega unfair. So, guck mal, der kann doch gar nicht fahren mit dem Audi. Hätte er mir lieber gegeben, wirklich. Den Audi hätte er echt mir lieber geben müssen. So. Nächster Audi-Fahrer? Nein, ist kein Audi. So, den haben wir uns schön zurechtgelegt. Innen durch, ganz einfach. Da haben wir viel besseren Grip in. Der ist gerade ausgefahren, okay, warum? So. Upsa, upsa. Oh, das war gut. Das war gut. So, jetzt gehen wir erstmal Vollgas auf der Geraden. Ey, Mann. Haben wir uns auf dem 8. Platz durchgekämpft. Und da verlassen einige Leute das Spiel. Ich vermute mal, die sind frustriert, weil die dann einen dicken Audi fahren. Und dann so eine Scheiße passiert. Ja, ja. Oh, ein bisschen zu spät auf der Bremse, aber das haben wir noch gut abfangen können. Oh, das war zu spät. Ah, schon wieder verlassen. Da treten so viele Leute bei und dann verlassen die das Spiel, weil es denn zu schwer ist? Oder was ist los mit euch? Keine Ahnung. Noch einer. Ah, ist das nicht nice, ey. Das ist ja so nice. So, wir müssen uns aber jetzt irgendwie hier diese 7 Minuten noch rumwursteln. Der ist einfach mal gerade ausgefahren, oder was? Das ist natürlich epischer Fehl. Auch Mercedes, Alter. Der kann nicht fahren. Der beschleunigt. Habt ihr gesehen, das Heck ist einfach weggegangen. Das heißt, er hat einfach viel zu früh beschleunigt oder einfach viel zu krass auf dem Gaspedal, ne? Dann passiert nämlich sowas. Wenn die Autos natürlich gar keine Hilfe haben, was irgendwelche Fahrassistenzsysteme angeht, dann kommt so eine Scheiße bei rum, ne? Es ist also ganz einfach zu sehen, wie die da vor einen fahren. Und dann, ja, passiert sowas Lustiges. So, wir sind mittlerweile Sechster. Ja, Get-Re-Server sind, muss ich sagen, ehrlich nicht meins, weil man muss sich echt sehr konzentrieren und man muss echt verdammt gut sein mit Fahren. Weil wenn man hier nicht fahren kann, fliegt man sofort aus der Strecke. So, Kai Mari, 10 Sekunden vor uns. Discos, 18. Angelo, wow, das ist da. Oh Mann, aber immerhin sind wir Fünfter. Das ist schon mal geil. So, da ist der Nächste, der draußen ist. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Amateure, die versuchen dann hier auf dem Get-Re-Server zu landen und fahren dann wahrscheinlich nur hier Amateur-Server. Und dann kommt natürlich so eine Scheiße bei rum, ne? So, können wir Kai Mari eigentlich einholen? Ich weiß nicht. Boah, Junge, da habe ich gedacht, echt, das Ding, ich versäge das jetzt, ey. Das ist so krass heftig schwer. Müsst ihr selbst mal ausprobieren, ne? Wenn ihr natürlich gegen mich fahren wollt, dann könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Mich auf Steam adden. Oder wir machen einfach mal einen Zeitpunkt aus, wo und wann wir gegeneinander fahren. Welcher Server und so weiter. Und dann können wir gerne mal gegeneinander fahren. Das wäre bestimmt ganz cool und ganz lustig. Und der hinter mir, der macht mir eigentlich gerade ein bisschen Druck, ne? Ich bin innen, Kollege. Kollege, ich bin innen. Mach keinen Blödsinn. Aber gut, der hat mich gut ausbeschleunigt. Kommen wir von außen, holen ein bisschen mehr Schwung. Ah, das war schon fast zu viel Schwung, ehrlich gesagt. Das war nicht so gut, aber wir holen beide Kai Mari ein. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. Wenn ich nicht besser wissen würde, dann würde ich sagen, der Typ hier, der Hatfield, vor uns fährt mit dem Lenkrad. Weil sein Heck geht gar nicht quer. Und das heißt für mich, der hat ein Gaspedal unterm Arsch. Beziehungsweise unterm Fuß. So. Och Gott, guckt euch das an, wie viel ich Slowdown kriege. Ekelhaft, Leute. Ekelhaft.
Oh mein Gott, wie bitter ist das denn? Und schnellste Runde fetter Hatfield. Oh Junge. Und ich bin die ganze Zeit hinter dem gefahren. Wie bitter. Ich war also gar nicht so viel schlechter. Och Mann, das ist ja bitter. Ah, 4 Minuten haben wir noch vom Rennen. Wenn wir aufs Treppchen können, dann wäre das wär ein Riesenerfolg. Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber... So. Hatfield hat Grimari schon überholt. Er ist logischerweise jetzt deutlich vor uns. Wir haben ja sehr viel Zeit durch den Slowdown bekommen. Oh, da haben wir uns verbremst. Shit. So ein Mist. Und Hatfield macht schon Druck auf Ongaro. Oh. Ob das nicht gleich im Crash endet? Keine Ahnung. Grimari hat sich verbremst. Damit lässt er uns ein bisschen näher rankommen. Aber das Rennen geht nur noch knapp 300 Minuten. Ne? Ah, 3 Minuten und ein paar Sekunden noch. Ja, schon mal, der fährt schon mal die Kurve sehr falsch an. Also innen eine Kurve anfallen. Wow, 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 das war ganz knapp vom Abflug, ey. Das war gerade ganz knapp vom Abflug und Hatfield hat Ongaro überholt, ey. Wahrscheinlich, aber hier, wenn man hier vorne fährt, dann gibt man auch eher nach, muss ich sagen. Ongaro hat sich gedreht, okay. Schnellste Runde 1:42.366. Wow, das ist schnell. Das ist verdammt schnell. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was ich für eine Runde fahre. Das werden wir aber jetzt gleich sehen. So, jetzt Grimari in Windschatten. Hatfield 1:41. Wow. Wir sind da deutlich langsamer. Fast 2 Sekunden, sogar fast 3 Sekunden langsamer. Das ist schon ordentlich langsamer. Die Zeit können wir auch nicht einfach irgendwie aufholen. Die ist einfach dann, ja, weg. Der hat einen Slowdown bekommen vor uns. Ich habe auch einen Slowdown bekommen. Boah, guck mal, der hat sich auch fast gedreht. Oder ist dabei? Ne, der hat sich noch abgefangen. Boah, Hatfield ist zu weit weg. Der ist auch zu schnell. Den kriegen wir diesmal nicht. In dieser Folge nicht. Ja, ich bezweifle auch, dass er in der nächsten Folge irgendwann mal da dabei sein wird. Jetzt müssen wir gucken, nur, dass wir gegen den Platz gegen Ongaro verteidigen. Die Kurve ist richtig fies, weil die kommt direkt hinten in der Kuppel. Da sieht man gar nicht den Scheitelpunkt der Kurve. Man weiß also nicht genau, wo man einlenken muss. Lenkt also quasi blind ein. Und das macht die Kurve natürlich extrem scharf und schwierig. Oh, auf dem Kürbis müssen wir aufpassen. Die sind zu glitschig. Und Ongaro macht natürlich Druck jetzt. So, aber ich würde gerne den 4. Platz verteidigen, wenn ich ehrlich bin. Nicht auf Gedeih und Verderb, aber ich werde mich schon breit machen, wenn er kommt. So, es ist 1 Minute nämlich nur noch zu fahren. 1:38, das kann nicht sein, Leute. Oh, jetzt habe ich die Kurve verpasst. Ah, das hat Zeit gekostet. Das finde ich ekelhaft. Das finde ich richtig Betrug, Leute. Wo bin ich denn da abgekürzt? Ich war noch mit mindestens 2 Reifen auf der Strecke und krieg dann Abkürzung. Mann. Das ist bitter, ey. Das ist unfair. Und die fahren natürlich mit den Audis da vorne. Und Hatfield hat kein Audi. Fährt aber trotzdem ein verdammt starkes Rennen, der Hatfield. Soll wahrscheinlich Hatfield sein. Wow, 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 wow. Jetzt geht mein Auto komplett am Arsch. Grimari soll mich aber nicht nochmal kriegen. Boah, ich wollte gerade sagen, schalte doch Auto. Du musst hochschalten. So. Oh, mit ein bisschen Glück können wir den Ongaro noch kriegen. Wenn er sich mal vertut oder so oder einen Penalty kriegt. Das geht nämlich sehr schnell, wie ihr gesehen habt. Ich habe ja schon mehrmals jetzt einen Penalty bekommen. So. Oh, da kommen wir ein bisschen weit raus. Ich habe das Gefühl, die Reifen lassen nach. Keine Ahnung. Haben sich ja ein bisschen abgenutzt. Der rechte Vorderreifen ist aber so mit am besten. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass die Kurve sehr, sehr rechtslastig ist. Also, es sind sehr viele Rechtskurven. Das könnte natürlich das, ja, ausmachen. Boah, ich müsste auf jeden Fall noch in 1 Minute auf jeden Fall im Ziel sein. Das müsste ich aber auch gleich hinkriegen. 1 Minute, meine Güte.
Schalt doch! Der wollte nicht schalten, ne, der Wagen. So, der fährt das jetzt souverän da ins Ziel. Oh Mann, schade. Dieses 2P2-Driver ist so bad. Ja, hat er nicht ganz unrecht. Das stimmt eigentlich. Die hatten nämlich einen Audi. Und der hat einen ganz normalen gehabt. Aber der ist schon gut gefahren, auf jeden Fall. Wow, das war echt ein krasses Rennen, Leute. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch auch Spaß gehabt, gemacht. Und auch ausreichend unterhalten. Dann sehen wir uns eventuell in einer nächsten Folge von Race Room Experience.